Das Lohnunternehmen Steinmetner gibt es jetzt schon 30 Jahre. Und den ersten Gewerbeschein, was die Firma Steinmetner gelöst hat, hat geheißen, den Betrieb einer mobilen Strohpresse. Die Firma Steinmetner hat mehrere Standbeine: Forstmulchen, Forstfräsen mit Traktor, Raupe, Steinfräsen, Wegsanierung, Strohpressen, Strohhandel. Und wir machen Maisballenpressen ganz österreichweit. Und wir sind auch Futtermittelerzeuger im Kälberfutterbereich und Wildfutter. Wir sind in einem Radius von 300 Kilometern im Einsatz. Wir fangen im Süden an, in Ungarn, mit der Strohernte, weil es 14 Tage früher ist bei uns in Oberösterreich. Und arbeiten sie dann rauf zum Standpunkt von der Firma in Wels und arbeiten da noch in einem Radius von 50 Kilometern und pressen das Stroh. Wir arbeiten schon seit 2011 mit Krone-Pressen. Damals haben wir sich auf eine HDB-Presse entschieden, um den LKW optimalst auszuladen, weil einfach die Distanzen immer weiter wurden und auch bei den Endkunden ist Lagerkapazität gefragt. Wir haben zurzeit 3 HDB-Pressen im Einsatz. Davon haben wir alle 3 mit Vorbauhexer mit einem Pre-Shop ausgestattet, weil unsere Kunden immer mehr auf das feine, gemulchte Pre-Shop-Stroh wollen, weil es einfach von der Saugfähigkeit um einiges besser ist und weniger Stroh benötigt wird wie beim geschnittenen. In unserer Strohhalle können ca. 4000 Ballen untergebracht werden. In Ungarn wird das Stroh einfoliert in einen Folienschlauch und wird dort von der Witterung geschützt. Wir haben 4 LKWs im Einsatz und fahren das Stroh bis nach Tirol. In die Bergregionen fahren wir sogar mit Traktoren, mit Tieflader das Stroh zum Endkunden auf den Berg. Wir vermarkten ca. von den Strohballen 60% selber und die 40% werden über Strohhändler auch noch vermarktet. Ein neues Produkt ist auch das Unistroh. Wir haben eine Mühle, eine Strohmühle. Da wird das Stroh auf 3 cm gemahlen und dann in einen Rundballen gepresst und foliert. So kann man es draußen lagern, ist vor der Witterung geschützt und wird auch nur bei Ballen an kleine Kunden geliefert. Die Krone-Pressen sind wir sehr zufrieden. Sie haben hohe Durchsatzleistungen in den kurzen Erntefenstern, wie es eigentlich beim Stroh ist. Und die Ballengewichte ist eigentlich unschlagbar. Mit dem Service sind wir sehr zufrieden, in Österreich und in Ungarn. Die HDB-Presse haben bei uns verändert, dass wir einfach eine schnellere Strohbergung in der Ernte, weil es einfach weniger Ballen opfern muss. Genauso wie am LKW und der Lagerplatz. Es ist da einiges und vieles einfacher geworden mit der ganzen Lagerung, Umschlagung. Und den Kunden ist auch geholfen, wenn man einfach weniger Lagerplatz hat für mehr Tonnagen.